Servus, herzlich willkommen. Heute kriegt Vanessa endlich ihr lang ersehntes Ohrtattoo. Guten Tag, geht's dir gut? Ja, mir geht's sehr gut. Ja. Hello. Wir haben das schon mal aufgepaust, ihr habt es ja gerade gesehen. Sieht anders aus als das, wird aber im gleichen Stil. Ich habe das nur so aufgepaust, damit ich die Proportion habe. Und wir machen das im gleichen Tattoo-Style wie letztes Mal. Dottings mit Schatten. Das Einzige, was wir diesmal trauen und ausprobieren, aber es wird schon schief gehen, sind die kleinen Pünktchen. Sie möchte nämlich die Ketten mit dran haben. Das war ihr ganz wichtig. Und ihre Haut ist hier oben sowieso eigentlich nicht versehrt. Nur das Stückchen hier unten. Und ich glaube, an dem bisschen sollte es nicht liegen. Das kriegen wir schon hin. Und sie kennt das schon. Ja, ein bisschen femininer, da ich ja kein Ohrring da rein haben kann, ist das mein Ersatzohrring. Der Plan war oder ist, sie hat jetzt hier eine Tätowierung. Wir werden das hier auch tätowieren. Und wenn man es dann schon vom Weiten sieht, haben wir das Ohr in Hautfarben. Und dadurch wirkt es wie ein echtes Ohr, finde ich. Wenn man vom Weiten guckt, rekonstruiert man sozusagen optisch wieder das Ohr, weil es sticht hervor. Und durch diesen Bogen hat man auch automatisch die Form vom Ohr. Und ich bin gespannt, wenn es gleich fertig ist, weil dann wird es umso krasser aussehen und umso natürlicher. Und du hast endlich wieder ein Ohr. Ein Ohr. Wir haben einen neuen Arbeitsplatz. Wir haben uns nämlich überlegt, bei uns ist unten im Geschäft einfach so viel zu tun. Jeden Tag so viele Leute, so eine Geräuschkulisse. Und wer sich ein bisschen auskennt, weiß, dass beim Drehen keine Hintergrundgeräusche sein dürfen. Deswegen haben wir hier oben unser Büro umgebaut zum Videobüro für die Casting-Couch. Nein. Und werden in Zukunft hier oben unsere Videos drehen von unserem eingerichteten Arbeitsplatz, damit wir noch mehr Videos in Ruhe drehen können und nicht immer darauf beschränkt sind, das außerhalb der Geschäftszeiten zu machen. Aber den Witz haben jetzt nur Männer verstanden wahrscheinlich, oder? Casting Couch, weiß ich nicht, kann ja alles bedeuten. DSDS. Ja, mehr genau. Nicht. Wie ist das von den Schmerzen jetzt an der Seite? Es tut auf jeden Fall mehr weh, weil da richtige Haut noch ist. Und ich weiß nicht, ob da der Knochen ist, aber das ist schon eine Hausnummer. Also im Gegensatz zu Gesicht, was ich gar nicht gemerkt habe, bin ich jetzt hier gerade eine Pussy. Aber also es ist theoretisch so, dass auch nicht verletzter oder transplantierter Haut mehr Schmerzen sind als bei den Vernarbungen? Ja, also eigentlich sagt man, vernarbte Haut tut mehr weh. Ehrlich? Ja. Ich finde es immer angenehmer, wenn du auf eine Narbe tätowierst. Wer sagt das denn? Studien oder die Leute, die wirklich Narben haben? Die wirklich Narben haben. Also bei mir sind das Erfahrungswerte, wo die immer sagen, zum Beispiel, hier hatte ich eine Narbe, da hatte ich eine Verletzung oder ein altes Tattoo, was vernarbt ist und ich cover das. Tut es den Leuten auf dem vernarbten Tattoo an der Stelle mehr weh als auf einer heilen Haut? Ne? Ja, aber das sind dann Narben, die wahrscheinlich, das sind keine implantierte Haut. Genau. Ja, okay, genau. Dann sprechen transplantierte. Wir. Transplantierte, Entschuldigung, ja klar. Dann sprechen wir von Verletzungen, genau. Also eine transplantierte Haut tut anscheinend nicht mehr weh, aber krass. Narben tun anscheinend. Also ich habe ja keine Narben an sich, ich habe ja transplantierte Haut. Ich bin ein Kamel. Augen zu und durch. So, wir haben alles geschafft. Ging doch schneller als gedacht. Wie lange haben wir ungefähr gebraucht? Stunde? Was? Anderthalb? Nein, Stündchen so, ne? Das war doch keine Stunde. Halbe Stunde? Nein, Dreiviertelstunde. Einigen wir uns darauf, ne? Ja gut, das tat auf jeden Fall mehr weh als Schläfe. Obwohl es viel kleiner ist. Ja, aber trotzdem war Knochen, war nicht so. Aber
zum Glück wieder auf die Narbe. Das heißt, ich habe mal wieder nichts gespürt. Und das war dir mit das wichtigste Tattoo. Eigentlich dachte ich ja damals, die Schläfe, aber du hast mir eben nochmal gesagt, es geht dir echt um diese Stelle. Ne? Ja, genau. Ich habe mich ja gerade bei dir während des Tätowierens echt bedankt, weil das auch einfach hässlich ist. Ich kann es ja nicht leugnen. Und ja, das ganze Projekt. Natürlich hat mich Schläfe auch gestört, aber da habe ich ja immer nur von Störfaktor und es ist hässlich und ich will feminin sein. Aber das war, das Ohr war halt da und da hinten, man hat mir halt hinter das Ohr aufgeschnitten und das Ohr umgeklappt. Das heißt, es ist ja kein echtes Ohr und ständig diese Narbe. Und wenn ich ein Dutt trage, ich trage halt gerne Dutt. Ich bin so Lehrerin mit Brille, immer so. Und dann, das hat mich einfach gestört. Du hörst, dann nochmal für mich, du hörst auch nichts auf der Seite, oder doch? Doch, also ich höre gut auf der Seite, ich höre zu viel. Ich habe dieses 3D-Hören nicht, weil die Ohrmuschel fehlt. Das heißt, manchmal, wenn ich Blue White Report gucke, wie so eine Hartz-IV-Mutter, dann weiß ich nicht, wo dieses Martinshorn ist. Dann denke ich, das ist draußen, weil ich einfach nicht sehe oder höre, dass das im Fernsehen ist. Gerade wenn es jetzt um Krankenwagen und so geht. Und das ist halt störend, ne? Wenn mich einer ruft, kein Plan, wo das herkommt, weil dieses 3D nicht da ist. Ich hoffe, das habe ich gut erklärt. Mhm, ich habe es verstanden. Okay, also das ist mein Problem, dass ich nicht richtig hören kann, woher es kommt. Sind wir jetzt eigentlich fertig mit dem Gesicht oder willst du noch irgendwas machen? Naja, du musstest ja gerade noch ein bisschen im Gesicht rumstechern, weil... Ja, nee, und da noch ein bisschen was verbessert. Sie wollte noch mal zwei Spitzen spitzer haben, ein bisschen weiter aus. Also weil, noch mal zum Thema, damals hat sie gesagt, ich will nicht zu weit ins Gesicht. Da habe ich von Anfang an gesagt, es wird doch so stattfinden. Und was haben wir gemacht? Wir haben dann schon irgendwie zwei Wochen später angebaut. Und jetzt muss man halt wieder noch mal was anbauen. Mein armer Mann, ich hoffe... Sind wir jetzt aber fertig oder willst du wirklich noch irgendwie... weiter. Also was im Gesicht erstmal nicht. Also Ohr ist ja jetzt die letzte Baustelle in meinem Gesicht vielleicht. Und jetzt wollte ich dir fragen, ob wir Bein machen, ne? Bein, den Oberschenkel. Ja, genau. Ich habe ja noch ein paar Säurestellen. Viele sagen, ach, sieht man ja gar nicht. Säurestellen? Ja. Ich denke, da haben sie dir nur die Haut abgeschält für hier. Ja, aber er hat ja von links geschüttet und dann sind hier auch noch. Auch noch, okay. Genau. Viele sagen, man sieht es nicht, es ist wie so eine Pigmentstörung, aber da die Säure da ist, stört es mich. Und ich möchte, dass die überdeckt sind. Und ich glaube, das ist ein psychisches Ding, das hat nichts mit generell der Optik zu tun. Und ja, sieht nicht so schlimm aus für andere. Ja, und das stört mich. Ich weiß ganz genau, was du meinst, wenn ich einschlafen will zum Beispiel und dieses Standby vom Fernseher oder sowas leuchtet. Auch wenn ich die Augen zu habe, ich sehe es nicht, aber ich weiß, dass es da ist, also mache ich alles aus. Das sind aber Ticks, glaube ich. Ne? Ja, dann ist ein Tick. Ja, ist so ein... Gut, es weiß, vielleicht einfach nur... Ja, ich weiß, oder es erinnert dich halt einfach immer nur daran. Deswegen, klar, wir können das covern, beziehungsweise was drüber tätowieren. Soll das wieder Richtung Mann oder quatschen wir nochmal in Ruhe dann oder wie oder was? Weißt du schon? Jein, also ich hatte eigentlich so eine Art Strumpfband. Ich will ja immer so ein bisschen sexy für den Mann sein. Okay. Und dann so eine Art... Kronleuchter-Style nennt man das. Ich habe ein bisschen gegoogelt. So mit genau, so wie das Ohr, wo wir mit hier den Ketten und mit so. Den Ketten. So ein bisschen, ich will nicht so brachial, so hart wirken. Und, ja. Das kriegen wir hin. Dann können wir ja zum Beispiel wieder ein neues Video draus machen. Können das mal zeigen, wie die Narben jetzt aussehen und auch durch diese, wie nennt man das, Spalthaut, die da abgetragen wurde. Genau, das ist ja mein Gesicht. Das, genau. Wenn ihr das dabei seht, das ist mein Gesicht. Und alle fragen, das ist so viel auch abgenommen. Mhm. Ja, und das Gesicht ist ja wenig. Ich bin ja nur 8% verätzt. Sehr wenig, aber man braucht ganz schön viel Haut, weil die andere Seite ist ja auch weggenommen worden. Aber das ist keine Säure. Deswegen... Mhm. Ich glaube, die Säure stört mich einfach, weil ich das mit Daniel verbinde. Die Leute können ja mal in den Kommentaren schreiben, einfach, ob sie das sehen wollen, wenn wir dann bei dir am Bein weitermachen. Ja, wenn ihr Bock habt, das zu sehen, ja, sagt. Wenn nicht, dann ja. PP. Ne? Also ich glaube, es interessiert viele Leute und du bist ja auch nicht die Einzige, die davon betroffen ist. Zumindest das ist was Seltenes, aber mit Spalthaut und abgetragener Haut habe ich jetzt auch schon viele Nachrichten bekommen. Da gibt es viele Leute, viele Menschen und... wenn die das sehen, wenn wir das begleiten, wie man sowas covert, ist das vielleicht ganz interessant, weil man findet so wirklich nicht richtig was in den Foren oder in den Foren oder in den Kommentaren, wenn man mal so im Internet ein bisschen schaut. Keiner kann wirklich sagen, kann man über Spalthaut tätowieren, ja oder nein. Wir haben es ja jetzt schon bewiesen, dass es im Gesicht mit der transplantierten Spalthaut geht. Jetzt gehen wir natürlich nochmal da. Ich glaube, wenn wir das geschafft haben, sollte das das kleinste Problem sein, weil da wurde ja nur ein bisschen was abgetragen.
Und natürlich, meinerseits, von meiner Sicht aus sieht es schöner aus, wenn da eine Tätowierung drauf ist, als irgendwie eine pigmentierte Stelle. So, richtig, ne? Also für mich auch. Ja, willst du es mal sehen? Ja, gerne. Ula. Tata. Oh ja. Siehst du, was ich gemacht habe? Wir haben den Bogen hier hautfarben gelassen, damit du wirklich die Form vom Ohr hast. Und ich habe es unten angeschlossen, ich habe dir deine Ketten gemacht, alles so wie es sollte. Und ich finde, wenn du es wieder klein zoomst, wenn man von hier schaut, guck mal, sehr du hast geil. Komplett... Weißt du, was ich das erste Mal sehe? Ja. Dass die mir mein Ohr an meinen Kopf rangenäht haben. Genau, deswegen, das war sehr schwer, da oben überhaupt unterzukommen. Ich musste da unten. Noch nie gesehen. Ja, krass. Aber schön, gucke mal. Aber ich weiß, was du meintest, dass den Wunsch, den ich hatte, über das Ohr zu tätowieren, dann hätte ich nur Loch. Wir wollten ja zuerst komplett covern, genau. Dann wäre es sehr platt gewesen. Jetzt, wenn man von Weitem sieht, die leuchtet das Ohr und es hat komplett die Form wie ein normales Ohr. Ne? Sehr schön. Das Einzige, was jetzt ein bisschen irritiert ist, das ist abgeheilt, das ist frisch. Dadurch haben wir hier unten, wo wir tätowiert haben, auch Hautrötung. Sieht in zwei oder schon in einem Tag anders aus, weil die Rötung wird weggehen. Und ja, wir berichten, ne? Genau. Auf jeden Fall. Viele fragen mich ja auch dann immer, wie sieht's aus? Ja, sobald das nächste Video kommt, könnt ihr euch das auch wieder anschauen, wie es abgeheilt ist. Das nächste Video mit Vanessa. Das nächste Video mit Vanessa, genau. Weil manche denken ja, dass das unser Channel ist, dass wir jeden Tag was von Vanessa bringen. Ich glaube, dann kotzen häufiger. Die Leute. Meinst du? Ja, nein, ich das glaube ich nicht. Also, wir freuen uns auf eure Kommentare und wir sehen uns nächsten Sonntag. Bis bald.